eine schmutzige BH aussucht. Ihr Scheißwissen hier vom DFB. Ihr Scheißschmuchteln. Guck mal alle Bälle da rein. Glaub ich doch nicht noch. Thomas, grüß. Ja, wir müssen uns erstmal in der Liga gewöhnen. Es ist eine Liga höher, ist ein bisschen was anderes. Ein zarter Fußball und alles schon mehr oder weniger Profis gewesen. Wir sind noch eine junge Mannschaft. Ich denke mal, wir haben heute gezeigt, dass wir dann mindestens mithalten können, wenn nicht sogar besser sein können als die Gegner. Ich denke mal, heute war ein gutes Spiel von uns, trotz Unentschieden. Ach, ich meine, es ist immer mal ein bisschen so Umstellung. Halt, wir machen jetzt auch ein bisschen anders, unsere Formation und so weiter, ein bisschen oben angleichen. Dass es auch einfacher für uns ist, wenn wer oben dabei ist, unten im Wechsel halt. Und ich denke mal, wir müssen uns erstmal richtig finden. Ich denke, heute sah es ziemlich gut aus. Wenn wir weiter so machen, dann schießen wir mal ein Tor und gewinnen. Okay, danke schön. Danke. Ich freue mich, dass du jetzt bei den Amateuren spielen musstest. Du warst kurz vor dem Sprung in die erste Elf. Jetzt. Wie geht es damit um? Ja, dann enttäuscht nicht so, weil ich habe hier jetzt 90 Minuten gespielt. Wäre ich oben dabei, dann würde ich wieder 90 Minuten auf Bank sein. Für mich ist jetzt auch wichtig, dass ich spiele, dass ich Spielpraxis kriege, weil das war jetzt mein erstes Spiel wieder, nach 4 Wochen oder so. Und ja, enttäuscht schon, aber ich gebe weiter Gas und dann Chance wird auf jeden Fall noch kommen. Hörst du, dass du bei den Amateuren spielst? Und also, wir haben Abschlusstraining mit den Profis. Und dann sagt er nach dem Training Bescheid, wer im Kader ist. Und wenn nicht, dann muss ich entweder nachfahren, nach Ingolstadt oder so, oder dann bleib ich hier oder bei den Profis. Und wie siehst du deine Chancen für die erste Elf? Bei den Profis? Ja. Ja, ich gebe auf jeden Fall weiter Gas und dann hoffe ich, dass ich irgendwann spiele. Auch wenn wir mit Zielischen Auswertungen, sogar mit allen Zielischen, wir sind gut gehalten, 90 Minuten irgendwann, denke ich mal, auf den ersten Lehrgang, haben immer wieder versucht, entsprechend Druck auszuüben. Ich glaube, dass wir auch in beiden Endphasen der ersten und der zweiten Halbzeit immer wieder ganz nah dran waren am Führungstreffer. Gut, es hat heute nicht gereicht, aber die Leistung, die ja, stimmt mich absolut zuversichtlich. Denn wir haben, wie man heute gesehen hat, das hatte ich im Vorfeld auch schon gesagt, gegen eine ganz starke Offenbacher Mannschaft antreten müssen. Und da haben wir uns mehr als gut aus der Affäre gezogen. Wie gesagt, das Einzige, was heute das Ganze getoppt hätte, wäre, wenn wir ja, in der entscheidenden Phase vielleicht dann das 1-0 gemacht hätten und das Spiel gewonnen hätten. Aber wir haben jetzt 4 Spiele hinter uns, wir haben in allen 4 Spielen gut mitgehalten. Und irgendwann, denke ich mal, werden wir auf den ersten Dreier einfahren.